Was haben wir denn da? Ein originales Boucheron Home Paket mit Boucheron Chez Pur Home drin. Ich habe das andere Backerl irgendwo anders in einer Kiste verstaut. Da ist das Boucheron Chez Pur Home drin. Das ist ein ausgezeichnetes Parfum. Da haben wir Orian von Parfums de Mali. Orian bedeutet in Deutsch übersetzt Freude vom Arabischen her und ist ein Luxusparfum. Luxusparfum ist relativ. Es kann auch ein günstiges Parfum für jemanden ein Luxusparfum sein. Aber dieses hier war nicht günstig. Das war sehr teuer. Das kostet sehr viel Geld. Was man daraus macht, ist das, was man daraus macht. Am Preis her, meine ich. Im Prinzip, durch die unendlichen Bankkonten könnten sie alle ihre Produkte verschenken. Und das wäre möglich, weil sie ja unendliche Bankkonten haben alle. Wer drüber nachdenkt, der denke drüber nach. Und wer noch glaubt, dass er ein unendliches Bankkonto hat, frage den Heiligen Geist. Da haben wir Opulent Red von Latafa. Das riecht nach Kirschen und nach Früchten und sehr, sehr, sehr deliziös. Versace Eros ist auch ein wunderbares Eau de Toilette. Was ich da habe, gibt auch die Eau de Parfum Concentration, die habe ich aber nicht. Ich habe Eros Flame Eau de Parfum Concentration. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Hugo Boss Descent ist ein großartiger Duft. Von Rasasi Zebra Pului ist ein großartiger Duft mit vielen, vielen Früchten wie Ananas, Birne, Trauben, Orange und vielen Hölzern. Wie Teakholz und Zedernholz. Obwohl Teakholz weiß ich nicht, ob es wirklich drin ist. Auf jeden Fall sind Hölzer drin und man riecht es stark raus. Dann Versace Tulle Bleu, ein echt, echt gutes Parfum. Ist ein Eau de Toilette. Aber man kann ja allgemein sagen, Parfum auch zu Eau de Toilette. Ja. The Sandman hat gesprochen. Ich wünsche euch alles Gute und auf meinem Kanal könnt ihr Musikvideos schauen, Parfum-Präsentationsvideos und viele andere Videos. Und bei den Glaubensvideos immer den Heiligen Geist befragen. Ihr könnt euch für alles interessieren, wenn ihr wollt. Und Geschmack haben an der Parfümeriewelt, Geschmack haben an der Musik und an allem anderen. Gebt mir bitte Likes, denn ich mache mir die Mühe, ich gebe auch immer jedem ein Like, einfach so. Außer es kommen Waffen drin vor, oder es wird gelogen oder gestohlen. Was in Videos in YouTube gar nicht vorkommt. Sondern jeder macht sich die Mühe, für jemand anderen oder für sich selber Videos hochzuladen, die man einfach liken kann. Also gebt mir in Zukunft alle meine Viewers einfach ein Like für das, dass ich, euch überhaupt Videos darbiete, die ihr anschauen könnt, die ihr als ernsthaftes Entertainment sehen könnt. Ernsthaftes Entertainment sage ich, weil es nicht nur Entertainment ist, das einfach so ist und ich ein Kino bin für euch, sondern ernsthaftes Entertainment sage ich, weil ihr realisieren sollt, dass der ganze Kanal einen Sinn ergibt, von den Electromagnetic Propulsion Videos bis über den Fun Videos zu den Glaubensvideos, wo ihr den Heiligen Geist befragen könnt, bis zu den Parfum-Präsentationsvideos und den Musikvideos. Also danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.